Radio 1, Medienmagazin Sommertour. Mit Jörg Wagner und Daniel Buß. Heute aus Bremen. Bremen 1. Bremen 2. Neugier lohnt sich. Vielen Dank für die Einladung hier in Ihrem Bremen Next Studio. Vielleicht aber doch zu Beginn des Interviews, damit die Hörerinnen und Hörer Sie besser kennenlernen können. Vielleicht stellen Sie sich mal kurz nochmal mit vollständigem Namen vor, wer Sie sind, was Sie gemacht haben bisher in Ihrem Leben und warum Sie hier sind. Ja, also gerne, Yvette Gerner. Ich habe das journalistische Handwerk von der Pike auf gelernt, vom Zeitungen über ein bisschen Radio, dann beim ZDF volontiert und da verschiedenste Stationen absolviert, zuletzt als Chefin vom Dienst der Chefredaktion und seit einem Jahr bin ich Intendantin bei Radio Bremen. Und wie heißen Sie und was machen Sie hier? Mein Name ist Felicia Reinstedt und ich bin die Programmchefin von Bremen Next, kurz gesprochen. Frau Gerner, das ist ja bei uns jetzt das vierte Innovationsgespräch. Wir sind ja auf Tour im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, 70 Jahre ARD, nicht in die Vergangenheit blicken, sondern in die Zukunft bei Radio Bremen. Wir haben gehört, dass Sie kleine Treffen machen mit KI-Entwicklern, künstliche Intelligenz. Wie soll das bei Radio Bremen helfen? Soll KI letztlich, provokant gefragt, die Journalistinnen und Journalisten hier ersetzen? Da sind Sie ja gut informiert. Nein, so weit bin ich auch noch nicht. Also so viele Treffen gab es nicht. Das erste Jahr war ich einfach mit anderen Dingen beschäftigt. Aber tatsächlich kann ich mir gut vorstellen, dass wir Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz nutzen. Da gibt es in Bremen auch relativ viel Kompetenz hier vor Ort, um einfach einen Mehrwert für die Menschen im Land zu schaffen. Ganz bestimmt nicht, um Kolleginnen hier zu ersetzen. Aber was heißt Mehrwert? Was kann man sich vorstellen? Wie kann KI die Angebote von Radio Bremen nach vorne bringen? Ja, Sie könnten zum Beispiel überlegen, wie wir mit modernen Empfehlungssystemen arbeiten und unsere Angebote noch zielgerechter ans Publikum bringen. Können Sie das vielleicht mal an einem Beispiel erklären? Denn Spotify arbeitet ja auch mit KI, ist eine seelenlose Plattform, sage ich mal. Radio lebt ja eigentlich vom lebendigen Menschen. Ja, das stimmt. Also davon gehe ich auch weiter aus. Das ist unser Ansatz. Wir wollen im steten Dialog mit den Menschen bleiben. Das würde auch eine KI-Anwendung, wie auch immer sie aussehen mag, überhaupt nicht irgendwie behindern, sondern wir wollen eigentlich nur überlegen, wie können wir noch mehr Programm für die Menschen hier nutzbar machen. Das ist die Idee, aber so weit sind wir noch gar nicht. Lassen Sie uns einfach noch mal ein bisschen reden und entwickeln und dann kommen Sie in 2 Jahren wieder und wir reden noch mal. Frau Reinstedt, KI, spielt das in Ihrem beruflichen Leben schon eine Rolle oder ist Bremen Next letztlich in einer anderen Entwicklungsstufe? Also aktuell spielt es bei uns noch keine Rolle. Tatsächlich probieren wir aber auch bald damit rum. Da geht es aber gar nicht darum, irgendwelche Leute zu ersetzen, sondern ich finde KI zum einen sehr interessant an dem Zeitpunkt der Recherche. Also wir haben gerade im Netz mit einer Vielzahl an Daten und Informationen zu tun, die man da besser kanalisieren kann. Und auf der anderen Seite testen wir auch gerade so ein bisschen, wie man das in einen automatisierten Musikbetrieb einbauen kann, um da zum Beispiel Mehrwert zu schaffen. Also ganz einfach gesprochen, wir bekommen immer noch, man glaubt es nicht, auch wenn die Playlist überall verfügbar ist und man sie auf allen Abspielgeräten sieht, unglaublich viele Nachfragen immer noch rein, was lief da gerade für ein Titel im Radio. Und das mit KI irgendwie intelligenter zu lösen, da glaube ich dran, da sind wir schon sehr weit, dass wir da nächste Schritte gehen.
Ich will noch mal kurz in die Vergangenheit von Radio Bremen zurück, Frau Dr. Gerner. Sie kommen ja von außerhalb dazu, sind kein Eigengewächs Radio Bremens. Was hat Sie damals gereizt, hier anzufangen, beziehungsweise wie haben Sie Radio Bremen wahrgenommen? Was waren so die Programm-Highlights möglicherweise oder auch die Innovations-Highlights? Naja, ich meine, die Tradition von Radio Bremen, die wirkt ja weit über Bremen hinaus und die kannte ich auch. Aber einen direkten Kontakt hatte ich vor allem mit den Funkformaten in der Funkbeauftragtenkonferenz. Da war ja der Radio Bremen-Kollege auch vertreten und da habe ich natürlich WUMS und das Y-Kollektiv schon kennengelernt und auch die Innovationsfreude dieses Senders. Die Funkformate Y-Kollektiv, Rabiat spielt ja auch eine große Rolle, wird ja zum Teil auch im Ersten gesendet, was ja immer noch als Nonplusultra letztlich gilt bei Bewegtbildformaten in der ARD. Da haben wir gelernt, dass sie das letztlich outgesourced haben, also klassisch von einer Produktionsfirma zuliefern lassen. Wie viel Kreativität steckt noch in der früheren Innovationseinheit Radio Bremen? Auch jede Menge Kreativität. Also die Ideen werden ja hier auch mitgeboren. Man kann die auch mit Produktionsfirmen übrigens zusammen entwickeln. Das finde ich jetzt schließt sich nicht aus. WUMS sitzt noch in der digitalen Garage, das erfolgreichste Funkformat. Und ich glaube, der Punkt bei Radio Bremen ist, dass wir Kreativität nicht in einzelnen Bereichen nur sehen, sondern dass wir Kreativität ganzheitlich im Unternehmen und der Unternehmensfamilie verorten wollen. Von der Techniktochter der Bremedia und der Produktionstochter über die Verwaltung, den Personalbereich bis hin ins Programm und da auch nicht auf einzelne Zielgruppen orientiert, sondern für alle. Also wir wollen wirklich alle Menschen erreichen und dafür auch immer wieder neue Ideen entwickeln. Das geschieht auch, also da bin ich ganz überzeugt von. Wir müssen, glaube ich, nochmal den Begriff digitale Garage erklären. Der wurde zum letzten Mal im Medienmagazin 2012 erwähnt von Jan Metzger damals, dem Radio Bremen Intendanten, der ganz stolz war auf das Format Tageswebschau, was hier mitentwickelt wurde. Aber er meinte, das ist natürlich nicht alles, was dort gemacht wird. Erstmal, warum Garage und warum digital? Vielleicht die Frau Reinstedt. Das ist interessant, 2012, wenn man über Digitales und über Innovation redet, ist das schon ein sehr langer Zeitraum. Also da hat sich echt schon viel getan. Die digitale Garage hat in letzter Zeit sich verstärkt auch um die Funkzulieferungen gekümmert als Redaktion, aber auch immer wieder Innovationen fürs Haus geschaffen. Also sei es jetzt, wenn es um Alexa-Skills geht oder um andere Konzepte, die sie umgesetzt hat. Aber wie Frau Gerner auch schon gesagt hat, Innovation hat bei uns bei Radio Bremen mehrere Anknüpfungspunkte. Also wir haben jetzt nicht das eine Innovation Lab, was so ein bisschen abgekoppelt vom Programm arbeitet, sondern bei uns findet Innovation wirklich direkt auch in den Programmen statt, die das produzieren und die damit nach außen gehen. Und auch nicht nur in den Programmen. Ich finde, ich sitze ja jetzt auch hier als Vertreterin für Bremen Next, das ist ein ganz gutes Beispiel, um zu sehen, wie Innovation noch weitergehen kann. Innovation in der Technik. Also hier, wo wir gerade sitzen, das ist ein Raum, der geschaffen wurde, gemeinsam mit Redaktion, Produktion und Technik. Hier war früher ein Nagelstudio drin. Als ich zum ersten Mal hier stand, sah das noch komplett anders aus. Und zum anderen auch, was zum Beispiel Personal betrifft. Also das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Wie kriegen wir Diversität, wie kriegen wir neue Talente ins Haus? Weil nur so kann man dann auch Innovation schaffen. Und das denken wir schon sehr einheitlich bei Radio Bremen. Da brauchen wir nicht die eine Abteilung, die das abgekoppelt von allen anderen dann eben macht. Wir müssen das ganz kurz mal für die Radiohörerinnen und Hörer erklären, die jetzt nicht dem Visual Radio beiwohnen können. Das sieht tatsächlich aus eher so wie so ein Internetcafé. Hier ist auch ein alter, gemusterter Teppich drin. Es gibt eine Tafel, eine Pinnwand, es gibt eine Lautsprecherwand und man kann hier sogar kleine Interview-Sessions aufzeichnen mit einem kleinen Podest und einem Sofa, nicht das Loriot-Sofa. Das ist draußen vor dem Hauptgebäude in einer Art Bronzefassung. Das Original-Sofa ist wohl gerade ausgeliehen, um dort Loriot oder nein, Radio Bremen zu gedenken. 75 Jahre Radio Bremen. In einem Museum. Genau. Und was ist tagtäglich geplant in diesem Raum? Ist das eher nur so was wie ein gläsernes Studio, damit die Leute, die jetzt auch in diesem Augenblick an uns vorbeiziehen oder an der Straßenbahnhaltestelle warten und zugucken können, wie Radio produziert wird? Oder warum haben Sie sich diesen Ort ausgesucht? Nee, tatsächlich, es wird ja hier nicht nur Radio produziert, sondern Sie haben es gerade eben auch schon gesagt, hier sind unterschiedliche Produktionsmöglichkeiten für die audiovisuelle Produktion.
Und normalerweise, auch wenn wir jetzt in Nicht-Corona-Zeiten denken, ist der ganze Raum hier voll mit Leuten, die an dem Produkt Bremen Next arbeiten. Also die Community Manager sind, die Video Producer sind, die natürlich auch zum Radioteam gehören und eine Radiosendung machen. Dass wir hier so nach außen an die Straße strahlen, das ist gut. Das macht uns transparent. Wir haben auch, wenn wir Gäste hier haben, bekanntere Musiker zum Beispiel auf dem Podest, die da interviewen, haben wir hier auch kleine Fankrüppchen, die sich irgendwie ansammeln. Aber das ist natürlich nicht alles. Das Radiostudio ist ja so ein bisschen weiter nach hinten verlagert, weil man muss auch ganz ehrlich sagen, nur Radio zuzuschauen, wenn da nicht viel mehr passiert, kann manchmal auch so ein bisschen langweilig sein. Sehr langweilig so, ja. Das desillusioniert vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Aber dieser Raum ist auch wirklich technisch so angelegt, dass man auch vom Vordertür irgendwie senden kann, wenn man darauf Bock hat. Oder halt auch kleine Live-Sessions mit Musiker macht, die man im Video, die man im Radio überträgt, die man über die Social-Media-Kanäle gibt. Das ist alles angelegt. Und was ganz wichtig war auch bei der Entwicklung, die ist ja so 2015 gestartet, dass das Ganze modular gehalten wird. Weil jetzt hat sich schon wieder in den letzten 5 Jahren so viel verändert, also auch was die Plattformen betrifft und die Wege, wie man Video produziert, dass wir da auch weiterhin anschlussfähig bleiben. Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Und damit guten Abend, Lothar Spielhoff, Präsident des Landesrechnungshofes. Ja, guten Abend. Plastisch machen kann ich das am besten natürlich an dem von uns geprüften Sender Radio Bremen. Die KEF hatte dort 364,4 Millionen Euro als Bedarf anerkannt. Eingenommen hat Bremen aber nur 157,5 Millionen Euro, also weniger als 56,8% dessen, was die KEF dem Radio Bremen-Sender zugebilligt hatte. Und das ist natürlich, selbst wenn man noch berücksichtigt, die abnehmenden Finanzausgleichszahlungen zu wenig, um für die Dauer ausreichend zu sein. Das war ein Ausschnitt aus dem Medienmagazin aus dem Jahre 2003. Das war jemand vom Landesrechnungshof Bremen, der sich wirklich beklagt hat, dass Radio Bremen unterfinanziert ist, aber nicht, weil zu wenig Geld ankommt. Es wird ja angemeldet bei der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, sondern weil durch die nicht bedarfsgerechte Finanzierung zum Beispiel der Westdeutsche Rundfunk Ü-Wagen bekommt, die hier aber angemeldet wurden. Das wird durch den internen ARD-Finanzausgleich versucht zu kompensieren. Frau Dr. Gerner, wie sind Sie denn zufrieden mit der Unterstützung der ARD? Ist das, was bei Ihnen ankommt, tatsächlich das, was Sie auch brauchen? Man braucht immer mehr, aber ja, also ich kann das an, ja, wir haben ja gerade den Finanzausgleich neu verhandelt innerhalb der ARD. Das ist kein leichter Prozess in Zeiten, wo eigentlich alle sparen müssen. Das müssen wir natürlich auch, aber wir haben jetzt einen neuen Finanzausgleich verhandelt. Und wenn die Gebührenerhöhung denn auch kommt, wenn also alle Landtage der Gebührenerhöhung zustimmen, dann sehe ich Radio Bremen mit Sparauflagen, selbstverständlich, aber ich will ja nicht rumjammern, dann sind wir erst einmal finanziert und können unseren Auftrag, so wie er uns vorgeschrieben ist und so wie wir ihn auch ausführen wollen, dann erfüllen. Wir können keine Luftsprünge machen, aber wir können anständig arbeiten und wir werden immer noch weiter ein paar gute Ideen entwickeln und hier einfach über Radio dann senden, in der Audiothek, in der Mediathek und ähnliches mehr. Da sind wir bei. Dieses Update letztlich für den ARD-Finanzausgleich ist ja Teil des ersten Medienänderungsstaatsvertrags, der auch die Erhöhung, die geplante, des Rundfunkbeitrags auf 18,36 Euro im Monat vorsieht, ist ja vor allen Dingen in Sachsen-Anhalt sehr umstritten. Die Erhöhung ist natürlich Teil auch einer Zukunftssicherung, auch um die Zukunft gehen zu können. Wie groß ist denn persönlich Ihre Sorge? Wie ist Ihr Empfinden? Wie sehr steht das auf der Kippe? Also einfach scheint das nicht, wenn ich da mitbekomme, wie die Debatten sind in Sachsen-Anhalt. Ich bin aber einfach ein optimistischer Mensch. Ich gehe davon aus, dass die Abgeordneten in Sachsen-Anhalt sich verfassungskonform entscheiden. Und dazu gibt es auch Urteile des Verfassungsgerichts zu der Gebührenerhöhung und zur Gebühren- und Finanzierung des Systems. Und die KEF hat ja unsere Anträge auch geprüft. Also es ist ja alles solide nachgehalten, wie wir mit dem Geld der Gebührenzahler auch umgehen. Und ich glaube, gerade bei Radio Bremen, wir sind gewöhnt, sehr, sehr sorgsam zu wirtschaften. Wir sind sehr transparent, wie wir wirtschaften. Und ich bin eigentlich optimistisch, dass es durchgeht. Wenn es nicht, das andere möchte ich mir gar nicht vorstellen. Das wird wirklich, wirklich schwierig. Ja. Aber Sie sagen zu Recht, Radio Bremen ist daran gewöhnt. Denn solange ich denken kann und dieses Medienmagazin mache, ist Radio Bremen neben dem Saarländischen Rundfunk
Rundfunk als kleine Einheit in der ARD ständig immer so im Gespräch, wird Radio Bremen fusioniert mit dem Norddeutschen Rundfunk? Es gab so eine Kooperation Nordwestradio, inzwischen wieder eingestellt. Aber war dieser extreme Spardruck nicht aus der Perspektive von mehreren Jahrzehnten, kann man ja schon sagen, hilfreich, weil das quetscht natürlich die Kreativität aus allen Ritzen hier, oder? Also dass Spardruck hilfreich ist, so weit würde ich nicht gehen. Ja? Wir machen aus der Not eine Tugend. Ja? Wir sind trotz des Spardrucks kreativ oder vielleicht auch ein bisschen mehr deswegen. Wir müssen immer hart am Wind segeln mit dem Geld, das wir haben. Wir müssen dann auffällig sein. Wenn Sie wenig Geld haben, müssen Sie sich ganz genau überlegen, was ist das Format, was wirklich gebraucht wird und was dann auch strahlt. Also How to Tatort, der neue Tatort, den wir jetzt nächste Woche anfangen zu drehen, für die Mediathek, erstmalig für die Mediathek etwas produziert, einen Tatort produziert. Das ist so ein Ding. Dafür setzen wir dann das Geld ein, weil wir glauben, dass es richtig ist, einen Mehrwert schafft. Manche anderen Dinge wünschen wir uns und können sie uns nicht leisten, aber so ist das. Gestatten Sie ganz kurz die Zwischenfrage noch, wodurch unterscheidet sich der Tatort von der Fernseh-, von der linearen Ausstrahlung? Er ist komplett für ein Publikum der Mediathek gedacht, ist kein klassischer Tatort, wie Sie ihn kennen, aus dem ersten Sonntags 2015, das produzieren wir dann auch für nächstes Jahr, sondern es ist eigentlich eine Mockumentary, eine etwas nicht ganz ernst gemeinte Annäherung an das Format und wird beschreiben, wie das neue Ermittlerteam, wir haben ja drei neue Ermittlerinnen, zusammenfindet und das lässt sich sehr gut an. Also ich freue mich sehr. Da kommt also im November, eine Art Making-of. Genau, kommt im November in die Mediathek, mehrteilig, seriell natürlich, wie sie es für nonlineares Erzählen sich gehört. Frau Reinstein, wir reden ja sozusagen auch über den Sparzwang, den Effizienzzwang letztlich hier bei Radio Bremen. Wenn Sie hören, dass der Bayerische Rundfunk eine eigene Entwicklerschmiede hat, eigene Programmierer sich leistet, der SWR jetzt ein X-Lab ausbaut, diverse Stellen dafür ausschreibt, wie neidisch sind Sie auf die Kollegen der ARD? Also es ist toll, dass Sie das machen können. Wir haben ein ganz anderes Pfund, was wir in den Ring werfen können. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Bremen Next schaue, ich bin 2015 hierher gekommen mit dem Auftrag, Bremen Next als crossmediales junges Programm hier aufzuziehen. Genau ein bisschen mehr als ein Jahr später sind wir gestartet mit allen Sachen, die dazugehören. Wir können in einer Geschwindigkeit vorangehen, was ich aus anderen LRAs nicht in der Form kenne, was größtenteils daran liegt, dass wir auch wirklich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schnell in Verantwortung holen, sagen, ihr habt eine gute Idee, wir glauben daran, dann probiert das doch einfach mal aus. Dann schauen wir mal, wie das ankommt bei den Leuten, weil für die machen wir ja Programme. Also das ist ja auch noch ganz wichtig. Man macht ja Innovation nicht der Innovation wegen, sondern weil man am Ende seinen Auftrag erfüllen möchte. Und das ist gutes Programm für unser Publikum und für alle Zielgruppen zu machen. Und da ist die Innovation notwendig, um diese Zielgruppen weiter eben zu erreichen auf den Wegen, wie sie erreicht werden wollen. Und machen Sie das mal ein bisschen konkret. Ja, also Radio ist ja Radio. Ja. Seit 100 Jahren wird experimentiert. 1920 in Knüspushausen in der Nähe des RBB entstand sozusagen der erste Unterhaltungsrundfunk. Und das ist ja im Prinzip ein Warenhaus. Da kommen verschiedene Programmelemente rein. Dann wird Musik gemixt mit diesen Wortelementen. Und dann ist ein Programm da. Und das macht man seit 100 Jahren so. Was ist jetzt nun die Innovation zum Beispiel von Bremen Next? Also erstmal würde ich sagen, wir sind nicht ein Radioprogramm. Also da geht's ja schon mal los. Am Anfang war klar, Bremen Next wird eine starke Programmmarke sein und mit seinen Inhalten eben dorthin gehen, wo die Zielgruppe ist. Sie haben ja eine UKW-Frequenz hier in Bremen, Sie senden digital. Wir machen ein Radioprogramm. Wir sind aber auch sehr aktiv auf den sozialen Netzwerken. Wir haben Podcasts, wir machen viel im Off-Air-Bereich. Also es ist ein ganzes Portfolio, was sich seit Programmstart auch schon wieder verändert hat. Das gehört auch eben einfach dazu. Dann zu sagen eben, das ist es einfach nicht mehr. Wir ziehen da sozusagen unsere Kapazitäten ab und machen was anderes. Also wir sind mehr so ein Community-Programm? Auf jeden Fall. Community ist ein gutes Stichwort. Und was den Radiobereich betrifft, ich würde schon sagen, dass wir da auch noch in dem Bereich innovativ sind, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt da nochmal Tabula Rasa und schauen uns wirklich an, mit welchen Leuten wir Programm machen wollen. Und keiner der Moderatorinnen und Moderatoren, die hier moderieren, hat vorher irgendwo im Radio moderiert. Die waren woanders, das waren coole Leute, die haben vielleicht in einem GameStop gearbeitet, die haben Musik gemacht, die haben in der Bar gejobbt. Die hatten was zu sagen, die hatten in irgendeiner Form ein Sendebewusstsein und die haben wir hierher geholt und mit denen überlegt, wie könnte man Programm machen. Und klar, am Ende ist es auch keine neue Idee, aber ich hatte schon das Gefühl, dass beim Radio in den letzten Jahren auch sehr viel immer sehr
viel glatt geschliffen wurde. Man wollte die professionellen Moderatoren, die sich in ihren Breaks auf eine gewisse kurze Zeit irgendwie runterkürzen lassen, die gut die Musik verkaufen, die noch ein paar Gewinnspiele machen und das war's. Und da wollten wir aus dem Rahmen auch wieder ausbrechen und sagen, platt gesagt, scheiß drauf, wir schauen uns nochmal, wie wollen die Leute eigentlich das Radio haben und was kann auch für Musik kommen, auch jenseits des Mainstreams. Und damit fahren wir auch unglaublich erfolgreich. Aber wie gesagt, Radio ist nur ein Teil von Bremen Next in dem Fall. Und was unsere anderen Aktivitäten betrifft, da haben wir uns in der Zeit, wo wir jetzt auf dem Markt sind, 4 Jahre, auch schon wirklich weiterentwickelt. Am Anfang haben wir noch viel auf Facebook gesetzt. Das ist bei uns jetzt zum Beispiel überhaupt kein Thema mehr, muss man ganz ehrlich sagen. Und vielleicht kann ich auch nochmal zu dem Ausprobieren, also um mal den Bogen zu schlagen zu einem eher klassischeren Radioprogramm wie Bremen 2 oder so. Wenn da ein Kollege die Idee hat, was ganz anderes zu machen, was Undenkbares, ich stelle mich auf den Marktplatz und wer mir über den Weg läuft, den lade ich ein und rede eine Stunde mit dem. Ja? Vollkommen ungeplant und eine Stunde lang. Das haben wir ausprobiert, dem eine Chance gegeben und es war total überraschend gut. Es ist wirklich hochinteressant, ein neues Format und das kann einfach mal passieren, weil die Hierarchien tatsächlich flach sind, weil es auch dann gar nicht nach oben dringt, ehrlich gesagt. So eine Idee entwickelt ein Programm, die geben dem eine Chance, dann probieren sie es aus und irgendwann funktioniert es und dann reden wir drüber. Und aus diesem Spirit, den versuchen wir auch im ganzen Unternehmen immer wieder zu fördern, mit kleinen Innovations-Challenges, einfach, dass wir den Leuten sagen, wir vertrauen euch, macht mal, wir geben euch Zeit und dann schauen wir, können wir es realisieren, trägt es, ist es erfolgreich und das macht totale Freude und so erlebe ich auch die Kolleginnen bis hin in den Verwaltungsbereich. Ja. Wir sind immer noch im kleinen Großraumbüro von Bremen Next, würde ich sagen, ein ehemaliges Nagelstudio in der Bremer Innenstadt, wie wir gelernt haben, und reden über Innovation bei Radio Bremen, einer kleineren ARD-Anstalt. Wir haben eben gehört, Frau Gerner, die Intendantin von Radio Bremen, dass bei Bremen Next das lineare Programm, das klassische Radioprogramm, ein Bestandteil unter vielen ist, aber sicher ja auch ein wichtiges Bestandteil ist. Wenn man sich das Programm anschaut, das Programmschema, lernt man zum Beispiel, dass am Abend, das geht teilweise schon um 18 Uhr los, so die klassisch moderierte Strecke im Radio aufhört und eine Automation einsetzt. Da könnte man ja auch sagen, da bietet man noch etwas an, was ein Spotify zum Beispiel genauso kann. Sieht man da, dass die Ressourcen von Radio Bremen doch an einigen Stellen auch, sagen wir mal, gefährlich begrenzt sind? Könnte sie mir immer größer vorstellen, ja, und man kann da natürlich auch immer mit Personal dann was machen, aber tatsächlich 18 Uhr ist jetzt auch wirklich übertrieben, ja, dass wir da automatisiert sind, in der Nachtschiene ist das der Fall, da koordinieren wir uns ja dann auch mit anderen ARD-Anstalten zum Teil zusammen, was Nachrichten und so weiter angeht, aber ich glaube schon, dass wir da noch sehr abwechslungsreich sind und auch immer wieder dann überlegen müssen, wenn es ein Problem gibt, wie finden wir eine kluge Lösung, die wir entsprechend auch finanzieren können. Sie merken, ich versuche einfach nicht groß rumzujammern, weil das lohnt sich nicht, ja? Sondern wir versuchen das Beste draus zu machen und ich glaube, das ist der Spirit, der uns dann auch durchträgt und die Erfahrung lehrt auch, dass wir einfach immer wieder überlegen müssen, wo priorisieren wir um, was ist uns gerade ganz besonders wichtig und wo schieben wir entsprechende Kapazitäten hin, um nochmal was Neues zu wagen. Aktuell, wir haben gerade eine neue Strategie entwickelt für die nächsten 4 Jahre und vernetzen jetzt einfach die Bereiche nochmal neu, Radio und Fernsehen, um vielleicht Angebote im Kulturbereich für das neue Kulturangebot der ARD zu machen und da immer zu schauen, wie können wir denn Synergien schaffen zwischen den einzelnen Bereichen, nennt sich PD 3.0, Programmdirektion 3.0 ist im Moment so ein Schnack bei uns. Wir überlegen einfach, wie können wir die digitale Garage noch mal ein bisschen neu denken, sodass die noch mal ein bisschen Bewegungsspielraum haben für weitere Ideen. Natürlich müssen wir dann irgendwo auch überlegen, wo wir ab und zu geben. Aber ich finde, das ist legitim und die wichtigste Frage für mich ist, dass wir das regionale Angebot dabei nicht schwächen, sondern dass unser regionales Angebot, was die Qualität und die Quantität angeht, weiter erhalten wird und dass wir es eigentlich
lieber stärken, als dass wir irgendeine Schwächung zulassen. Wo ist denn Ihr inhaltlicher Schwerpunkt hier bei Radio Bremen? Sicherlich, Sie sagten das Region, aber das ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Was sind die brennendsten Probleme, die Sie unbedingt in Fernsehen, Online und Radio und Community holen wollen und spiegeln wollen? Zwei Stichworte, Dialog und Diversität. Wir wollen, und ich glaube, das beides spielt miteinander, wir wollen möglichst vielseitig sein und vielfältig sein. Dafür müssen wir die Vielfalt der Gesellschaft abbilden. Das ist ein großes Thema bei uns, bei Radio Bremen. Und das ist regional, Frauen, Männer, divers. Das ist alt und jung, arm und reich. Und wie können wir die verschiedenen Stimmen, die es gibt, hörbar machen und hier auch abbilden? Ich glaube, das ist ganz wichtig als unsere Aufgabe als öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und Dialog ist auch ein Mittel dazu natürlich. Das ist etwas, was wir uns über alle Bereiche hinweg vorgenommen haben. Wir wollen einen engen Austausch mit den Menschen, die uns finanzieren und für die wir arbeiten, auch erreichen. Dafür gibt es zahlreiche Aktionen. Wir sind normalerweise, wenn kein Corona ist, wirklich ständig im Land präsent und damit auch im Gespräch mit den Menschen. Und ein Punkt, der dem auch dienen soll, sind zum Beispiel die Radio Bremen Meinungsmelder, vor 2 Jahren erfunden, ist ein Befragungstool. Wir haben also ein Panel an Bremerinnen und Bremern oder Hörerinnen aus dem Radio Bremenland, die sich registrieren bei uns, sind inzwischen über 4.000. Und dann haben wir dieses Jahr allein schon 20 Befragungen gestartet. Und der Unterschied ist nicht, wir kriegen dann ja, nein und bin für Masken, bin gegen Masken, sondern es sind auch Menschen, die dann mit ihren Aussagen bei uns auftauchen, bei Buten und Binnen, im Fernsehen, im Online-Bereich, in den Wellen. Und ich glaube, dieses Miteinander, dass wir auch die Menschen hörbar machen, das ist etwas ganz Wichtiges. Frau Reinstedt, die ARD ist ja auch ein großer Basar, wenn es darum geht, sozusagen neue Entwicklungen auszutauschen. Da wird ja auch viel übernommen. Was ist denn die eine Sache, die Sie von Bremen Next in die ARD gegeben haben? Also was kann die ARD von Bremen Next lernen? Ich finde diesen Diversitätspunkt, den Frau Gerner gemacht hat, total wichtig. Der hört ja nicht damit auf, dass wir sagen, wir bringen unterschiedliche Stimmen, unterschiedliche Meinungen ins Programm, sondern wir haben diese Leute auch in der Redaktion. Also es geht nicht, dass ich mit meinem, ich sage es mal ganz plakativ, biodeutschen, akademischen Weltbild hier allein das Agenda-Setting betreiben kann. Also ich brauche diese Vielfalt auch in der Redaktion, um vielfältige Inhalte zu produzieren. Und bei Bremen Next haben wir da von Anfang an drauf gesetzt, das auch so zu machen, weil wir uns die Zielgruppe anschauen. Ein Drittel der jungen Menschen im Land Bremen hat Migrationshintergrund. Diese Leute brauchen wir definitiv auch in der Redaktion, die für uns Programm machen, die aus einem anderen kulturellen Kontext kommen. Haben Sie die denn schon? Haben wir, ja, genau. Wir haben zum Beispiel auch einen Podcast, der heißt Chai Society. Da sprechen zwei junge Frauen mit unterschiedlichem Migrationshintergrund über ihr Erleben mit unterschiedlichen Kulturen. Ganz wichtig finde ich aber auch, dass man diese Leute nicht nur darauf reduziert. Also das ist ja dieser Klassiker, dass man im Fernsehen über Kopftuch redet und dann sieht man plötzlich eine Frau mit Kopftuch. Also da müssen wir einfach auch noch diesen Schritt weitergehen und uns so durchmischen, dass wir wirklich sehr breit und sehr vielfältig die Leute in der Redaktion haben und unterschiedliche Blickwinkel, sei es politische, sei es kulturelle Blickwinkel, auch ins Programm damit bringen können. Das ist auch ein Thema für unseren ganzen Personalkörper. Also darüber diskutieren wir in den letzten Monaten sehr stark. Wie müssen wir unsere Ausschreibungen verändern, wie müssen wir unsere Kriterien bei den Anforderungen verändern, damit wir diversere Bewerbungen auch bekommen und was müssen wir verändern, damit wir auch entsprechend offen sind und nicht das rekrutieren, was uns selbst verstärkt und spiegelt, was manchmal vordergründig einfacher ist, aber nicht unser Anspruch sein kann. Und da sind wir jetzt auf dem Weg. Bei den Volontären versuchen wir da besonders aufzupassen. Wir versuchen es bei den, wo werben wir für uns, ja, ich glaube, das wird eine wirkliche Challenge für die nächsten 4-5 Jahre. Geht das dann auf? Also das ist ja, ich sag mal, der intellektuelle Ansatz, der so von oben auf das Produkt guckt, ne? Wir müssen diverser werden, wir müssen die Gesellschaft spiegeln und so weiter. Aber wenn die Gesellschaft nicht mitmacht bei den Angeboten, dann ist das alles verkopft und verpufft. Haben Sie denn messbaren Feedback und werden Ihnen sozusagen die Beitragsgelder hier freiwillig hergetragen? Also ich kann auf jeden Fall sagen, die Response bei uns aus der Community, bei uns aus der Zielgruppe ist sehr gut. Um nochmal zu diesem Thema Recruiting zurückzukommen,
wenn wir jetzt formell über irgendein Karriereportal langen Ausschreibungstext formuliert hätten, Bremen Next sucht neue Moderatorinnen und Moderatoren, nee, dann hätten wir die Leute nicht bekommen. Wir haben das über die sozialen Kanäle gespiegelt und haben den Leuten die Möglichkeit gegeben, sich auch direkt per WhatsApp zum Beispiel bei uns zu bewerben, weil wir auch wissen, dass junge Leute nicht immer gerade vielleicht die Tools an der Hand haben, um formell einen schön gelayouteten Lebenslauf immer hinzubekommen. Das brauchen sie aber vielleicht für manche Positionen auch nicht. Also dieser Zugang, zum einen die Leute überhaupt zu erreichen, da anzusprechen und dann ihnen auch die Möglichkeit zu geben, sich so zu präsentieren, das ist tatsächlich eine große Herausforderung und ich finde, da sind wir bei Bremen Next auf einem sehr guten Weg. Wir haben Leute, die uns auf Veranstaltungen ansprechen, die auch mal so hier an die Tür klopfen und sagen so, hey, ich würde doch mal gerne mitarbeiten und da versuchen wir natürlich viel möglich zu machen, weil ich sag mal so, ein sauber, lückenfreier, gelayouteter Lebenslauf, der sagt nicht alles über eine Person aus, also da ist schon viel mehr dabei. Aber Frau Gerning, ich meine, Sie kennen den öffentlich-rechtlichen Apparat ziemlich gut aus verschiedenen Perspektiven, sozusagen den großen Tanker, das ZDF, jetzt die kleine Einheit Radio Bremen und vieles zwischendurch in der ARD, Bewerbung per WhatsApp, das ist für so eine traditionelle Personalabteilung, glaube ich, ein ziemlich harter Bruch. Wie bekommt man das hin, dass ein Haus sich da tatsächlich auch sehr radikal zum Teil wandelt? Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Vorteil der Größe von Radio Bremen. Wir kriegen das gemeint, wenn wir uns einig sind und wir sind uns darüber einig, dann kriegen wir das auch schneller auf die Schiene und wir können es auch besser nachhalten. Also wir haben das vor, da uns auszubauen. Wir arbeiten aktiv dran. Wir haben auch noch Cosmo natürlich, das wir als Radioprogramm zusammen mit dem WDR betreiben. Das heißt, wir kommen von Next und von Cosmo, haben wir da eine Kompetenz im Haus, die gilt es zu nutzen. Und tatsächlich, wenn Sie sich in Bremen umschauen, das ist so ein buntes Land, ja, und so ein vielfältiges Land. Das müssen wir hier auch im Personalkörper abbilden. Bei der Primedia ist das schon der Fall im Produktionsbereich und bei Radio Bremen müssen wir da entsprechend die Kolleginnen von Next einfach aufbauen entsprechend und dann weiter übernehmen in anderen Wellen und wir suchen jetzt gezielter und überlegen, wie können wir dann einfach auch unterstützen, wenn jemand mit einem anderen Background kommt. Viele große Medienunternehmen weltweit sind durch Corona insofern klüger geworden, als dass sie merken, dass digitales Arbeiten eher vernetztes Arbeiten ist, als in Häusern digital zusammenzuarbeiten. Welche Lehren haben Sie denn inzwischen für sich gewinnen können? Der NDR spricht von den Qualitätsstandard runterfahren, also Fernsehproduktion ist im Internet nicht unbedingt nötig, Fernsehstandard, um zusammenzuarbeiten und Internet kann noch ein bisschen höher gelabelt werden, weil viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja, ich sag mal auch durch Corona gelernt haben, zu Hause zu schneiden. Was sind so Ihre Basics, Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie? Also zunächst mal ist die Erkenntnis, dass man das auch unter widrigsten Umständen, dass wir das alles aufrechterhalten können. Das ist mit großem Commitment der Kolleginnen, glaube ich, überall. Das ist ja, glaube ich, überall gleich. Das ist nicht Radio Bremen spezifisch, dass wir das geschafft haben. Das finde ich auch toll. Dass es auch gelingt, in wirklich auch mal was von zu Hause zu produzieren. Ja, das haben wir viel gemacht. Wir haben aber auch gemerkt, wo es überall noch hakt. Ja, also in der Technik, in der Ausstattung. Dann, was brauche ich, wenn ich mobil arbeite? Also es war jetzt nicht alles so einfach. Es läuft sehr gut. Aber es gibt auch Dinge, die unter Corona-Gesichtspunkten nicht so gut funktionieren. Wenn Sie kreative Prozesse zum Beispiel machen wollen, die sind virtuell schwieriger. Da schlauen wir uns zum Beispiel gerade auf. Aber wir arbeiten alle diese Erkenntnisse, die wir jetzt gewinnen in der Corona-Pandemie, die arbeiten wir auf und ein in ein Konzept von New Work, von modernem neuen Arbeiten. Das ist für mich jetzt nicht eine Senkung von Qualitätsstandards, sondern es ist eine Frage, wie können wir schnell und flexibel besser produzieren und ohne die Qualität der Arbeiten, das ist das Journalistische, das wir leisten, zu gefährden. Das ist für mich das Nonplusultra. Und da sind wir gerade dran, in der Betriebsdirektion zu entwickeln, wie muss das Arbeitsumfeld der Zukunft aussehen? Wie muss ich ausgestattet sein im mobilen Arbeiten? Wie muss so ein Funkhaus aussehen? Haben Sie da schon eine Idee? Das wird jetzt gerade entwickelt. Nee, die sind gerade dabei und es geht bis in die Raumgestaltung. Ja? Also unsere Theorie ist zum Beispiel, dass wir wahrscheinlich nicht weniger Raum brauchen, ja, weil man eben, wenn man sich wohlfühlen möchte und selbst wenn man wechselhaft mobil und im Funkhaus arbeitet, dass es vielleicht eine andere Raumstruktur braucht, um vernetzter zu arbeiten, um sich immer wieder zu begegnen. Also dass wir da vielleicht zusätzliche Räume schaffen müssen. Während Google und Co. Büroräume abmelden, macht Sie das nicht stutzig?
Das sind alles kurzfristige Reaktionen auf die Corona-Pandemie. Ich glaube, wir schauen uns das mal auf Strecke an, ehrlich gesagt. Aber Frau Reinstadt, Sie sind ja die Praktikerin hier im Bremen Next Studio, im kleinen Großraumbüro sind, Sie haben es schon gesagt, jetzt in dieser Zeit deutlich weniger Kolleginnen und Kollegen. Was funktioniert dabei erstaunlich gut? Und wo sagen Sie, da können wir überhaupt nicht darauf verzichten, dass hier auch eng an eng weiterhin zum Beispiel viele Monitore und Tastaturen stehen? Und vor allen Dingen hier sehe ich gerade gegenüber, die Shisha-Lounge ist zu verkaufen oder zu vermieten. Ist das vielleicht für Sie noch zusätzlich unter dem Stichwort mehr Raum lukrativ? Vielleicht Expansion? Expansion? Das ist the next generation da drüben. Also als erstes mal erstaunlich, was man auch mit weniger Leuten vor Ort schaffen kann. Wir mussten tatsächlich im Programm-Output gar nicht nach unten gehen. Wir sind zeitweise sogar eher nach oben gegangen. Aber jetzt zu sagen, das war keine Herausforderung, wäre schlichtweg gelogen. Also gerade beim jungen Programm entsteht sehr viel in der Reibung und im kreativen Austausch der Leute miteinander. Und da freuen wir uns natürlich auch, wenn das mal wieder irgendwie möglich ist. Was wir gelernt haben, ist natürlich auch, wie man Kommunikation und Produktion outsourcen kann. Wir machen ja sehr viel Videoproduktion. Wir müssen ja sowieso nicht auf den Fernsehstandard gehen, aber trotzdem auf einen sehr guten und qualitativ guten Standard fürs Netz. Das ist auch mal interessant, wenn man allein schon mit unterschiedlichen Premiere-Versionen arbeitet und die zusammenbringen will. Da steckt der Teufel oft im Detail. Aber was kurze Zwischenfrage, warum machen Sie Videoproduktion? Was ist der Mehrwert? Videoproduktion? Naja, für unsere sozialen Kanäle. Also wir sind präsent sehr stark auf Instagram und auf YouTube und dafür haben wir eigene Formate und dafür machen wir eben auch Videos. Und das sind keine Videos, die wir mit einem Handy machen, sondern die machen wir auch mit qualitativ guten Kameras und die haben auch eine Postproduktion, die daran anschließt. Und das andere, was wir so als Redaktion und Programmmacherinnen und Programmmacher gelernt haben, ist einfach auch, wie wichtig wir für unsere Leute, für unsere Community sind und was eigentlich unsere Leistung ist und was unser Auftrag ist. Also gerade am Anfang der Corona-Zeit hat man nochmal gemerkt, wie wichtig das ist, dass wir Programm machen, dass wir täglich auch Informationen liefern, aber ab einem gewissen Zeitpunkt eben auch nicht nur Corona, sondern dass das Leben natürlich auch weitergeht in der Form und dass es dann andere große Themen gibt. Sie haben ja vorhin gefragt, was sind so die großen Themen hier in Bremen. Bei jungen Leuten sind es tatsächlich auch sehr viel Diskriminierungserfahrungen. Also diese ganze Black Lives Matter-Bewegung, die jetzt aus den USA kam, die ist hier in Bremen sehr stark auch aufgegriffen worden. Also da haben sich sehr viele angesprochen gefühlt, weil Diskriminierung geht ja schon im Kleinen einfach los. Und das ist für uns als Programmmacherinnen und Programmmacher auch ein großes Thema. Und das war es jetzt auch eben in der Corona-Zeit. Ist deswegen die Musikfarbe sehr Hip-Hop-orientiert, weil da in dieser Musik ja Diskriminierung auch ausgetanzt wird, hätte ich beinahe gesagt, ausgesungen wird? Also Hip-Hop ist generell gerade so das Jugendgenre, muss man sagen. Da unterscheidet man ja noch unterschiedliche Subgenres. Aber klar, natürlich, da hat man auch viele Protagonisten, die auch aus einem anderen sozialen Umfeld kommen. Auch innerhalb der Deutschrap-Community gibt es da tatsächlich diverse Dispute. Aber man hat auch sehr viele junge Künstler, die einen Migrationshintergrund mitbringen, die aus einem zum Teil etwas schwierigeren Elternhaus kommen und die über ihre Probleme dann in dem Fall auch rappen. Ja. Frau Gerne, Sie sind ja sehr eng mit dem Norddeutschen Rundfunk im Fernsehprogramm auch sehr verwoben. Sie haben Ihre regionalen Inseln, sonst senden Sie ja auf dem Radio Bremen Fernsehplatz auch weitgehend das NDR-Programm. Ihr Kollege Joachim Knuth beim NDR hat ja in diesem Jahr ein sehr deutliches Sparpaket, auch mit deutlichen Programmeinschränkungen, weniger Kooperationen in der ARD. Man zieht Geld aus Etats des Ersten zum Beispiel raus, angekündigt. Glauben Sie, dass Ihre Verbindung zum NDR darunter leiden wird? Oder wie ist Ihr Signal? Was haben Sie letztlich aufgenommen? Also ich glaube nicht, dass das leiden wird. Wir arbeiten gut und kooperativ zusammen. Und der Spardruck in allen Häusern wird eigentlich dafür sorgen, dass es noch engere Kooperationen gibt und dass wir noch besser zusammenarbeiten. Radio Bremen hat da eine große Erfahrung, weil wir ja schon in den 2000er Jahren angefangen haben zu sparen. Und dass wir kein eigenes drittes Programm haben, ist ein Ausfluss daraus, aus diesen Sparbemühungen. Wir arbeiten mit dem NDR gut zusammen und ich gehe davon aus, es geht noch weiter und auch mit allen anderen ARD-Anstalten. Ich glaube, es wird immer wieder dazu kommen, dass wir uns zusammenschließen, um etwas möglich zu machen und da bin ich optimistisch.
Der SWR hat in unserem ersten Gespräch eine SWR3-Radio-App angekündigt. Das Deutschlandradio im zweiten einen neuen Podcast, nämlich Achtsam. Der RBB hat beim Inforadio einen neuen Podcast angekündigt. Wie sieht's bei Radio Bremen aus? Wo sind die Zukunftsfelder? Was bringen Sie jetzt nach vorn? Und vielleicht haben Sie auch ein fertiges Produkt, was Sie schon ankündigen können. Naja, also den Tatort für die Mediathek habe ich schon angekündigt. Das ist das, was als nächstes kommt, noch in diesem Jahr und worauf wir uns sehr freuen. Und im Podcast-Bereich, da ist einfach noch so viel Luft. Da sind wir auch gerade dabei, nochmal mit einer Initiative nach vorne zu gehen und für die Audiothek etwas zu tun. Und das Dritte ist sicher das neue Kulturangebot der ARD, weil wir auch in Bremen, aber ich glaube, das ist in fast allen Ländern oder in allen Ländern so, gibt es einfach einen großen Kulturreichtum und den nochmal in ein besonderes Schaufenster zu stellen und das zu bündeln, was wir hier alle tun, das finde ich hochattraktiv und freue mich darauf. Haben Sie schon einen Zeitpunkt, wo man praktisch als Außenstehender zum ersten Mal diese Kulturplattform sehen kann? Nein, das müssen Sie, die ist in der Obhut des MDR. Ich gehe davon aus, dass das 2021 der Fall wird. Und in meinen Augen lieber früher als später. Aber das muss dann auch irgendwie schön und schick sein. Und wir überlegen jetzt schon, aber wir sind schon mal bereit im Vorbereiten, was wir anbieten können. Und im Podcast-Bereich sind wir in einigen neuen Formaten unterwegs. Aber wollen das auch ein bisschen in den Wettbewerbscharakter setzen, damit auch alle unsere Bereiche da noch was beitragen können und auch viel Kreativität gebündelt wird. Das kann ziemlich spannend werden in der Bandbreite. Denken Sie bei den Podcasts strategisch, bei der langen Sicht eher daran, die Chance zu nutzen, mit Podcasts, anders als bei UKW, auch bundesweit letztlich aufzutreten, sozusagen Leuchttürme zu setzen, oder die Podcast-Strategie eher ganz klassisch in der ARD, im Hörfunk, dass Sie Programme für Bremen anbieten? Mhm. Also das kann natürlich beides sein. Ich finde, es ist auch ein hoher Wert, wenn wir etwas haben, was in Bremen dann gehört wird und wahrgenommen wird. Aber wenn das eine Strahlkraft hat über das Land hinaus oder vielleicht auch über das Land Bremen etwas aussagt in die Bundesrepublik, dann ist das auch Teil unseres Auftrags und in der Audiothek gut aufgehoben. Und da ist es natürlich sinnvoll, wenn man eine gewisse Strahlkraft hat. Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, den neuen Podcast Nur kein Mucks, den wir jetzt im Sommer auch rund ums Jubiläum aufgelegt haben von den Kollegen von Bremen 2. Das sind Kriminalhörspiele, die von Bastian Pastewka präsentiert werden, im Moment die Hitlisten in der ARD-Audiothek anführen und total gut zu hören sind. Wie passt das zusammen mit dem, was ich andauernd gehört habe, wenn ich eine der vier Wellen eingeschaltet habe, nämlich, dass sie Werbung für DAB Plus machen? Ist das möglicherweise auch ein Indiz dafür, dass sie DAB Plus als Schaufenster für die Podcasts irgendwann mal nutzen wollen, dass die Konzentration auf Podcast-only erstmal geht und dann zurückwirkt auf das lineare, dann digitale Radioprogramm? Okay. Also die Werbung haben wir gemacht, weil wir gerade einen Frequenzwechsel vorgenommen haben. Deswegen war das notwendig, um das entsprechend auch zu kommunizieren. DAB Plus ist sicher ein Thema, dem wir im Moment besondere Aufmerksamkeit widmen. Ob das jetzt in strategisch Zusammenhang steht mit den Podcasts, da, so weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Aber ich weiß, bin mir sicher, es ist ein wichtiges technologisches Thema und das bereiten wir jetzt vor. Ist allerdings auch mit größeren Kosten verbunden. Insofern kann ich Ihnen auch noch nicht sagen, wo wir da landen und wie die Zeitschiene ist. Aber wir sind da im Moment dabei, das alles zu prüfen und da haben ein Projekt dafür aufgesetzt. Ist ja ein großes Thema bei allen Radiosendern. Obwohl das Deutschlandradio da gerade vorgeht und UKW abschaltet, um auch Platz zu machen für Mittel in Richtung Ausbau der digitalen Frequenzen. Also so weit sind wir noch nicht. Wir haben im Moment ein UKW, sind wir einfach so stark, dass der Umstieg für uns auch noch gar nicht, den haben wir noch nicht gedacht. Aber auch, weil wir DAB Plus mäßig noch entsprechend dann auch technologisch uns aufstellen müssen. Aber der Trend europäisch geht auf jeden Fall Richtung DAB Plus. Dann müssen wir es noch möglich machen. Ich glaube, das ist für uns in der Zeitschiene noch ein paar Jahre hin. Dann sagen wir vielen Dank für die Einladung in das ehemalige Nagelstudio, das heutige Bremen Next Labor. Bedanken uns bei Felicia Reinstedt,
Bremen Next Chefin. Vielen Dank, Dr. Yvette Gerner, für die Einladung hier auch in Ihre wirklich sehr interessante, ich sag mal, Radio Bremen Erfahrung. Es ist mehr als nur das, was wir in Erinnerung haben. Beatclub, Musikladen, Happe Kerkeling mit Total Normal, mit Loriot und mit den anderen Formaten, die hier in langer Tradition immer noch sichtbar und hörbar sind, wenn man gerade in Ihr Funkhaus mit dem Loriot-Sofa kommt. Vielen Dank und toi 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 für die weitere Entwicklung. Ja, herzlichen Dank, Herr Wagner, Herr Buß, und ja, schön, dass Sie bei uns waren.